Wenn du an Videomarketing denkst, kommen dir wahrscheinlich sofort schöne Bilder und viel Kreativität in den Sinn. Aber die meisten Unternehmen machen in ihrer Videoproduktion 4 entscheidende Fehler, die im schlimmsten Fall dazu führen, dass das investierte Geld komplett für die Katze ist. Welche 4 schwerwiegenden Fehler das sind und wie du sie vermeidest, erkläre ich dir in diesem Video. Hey, mein Name ist Jan und seit fast 10 Jahren produzieren wir mit unserer Video-Content-Produktionsfirma Moving Media Inhalte für Social Media, Websites und den digitalen Vertrieb von Unternehmen. Wir haben also schon eine Menge Fehler gesehen und auch selbst einige gemacht. Lass mich dir die wichtigsten 4 Fehler und wie du sie verhinderst erklären. Fehler 1. Das Video ist nur ein Teil der Lösung. Du willst mit dem Video irgendwas erreichen. Kunden besser informieren, Talente überzeugen, you name it. Dabei ist das Video selbst oder die Videos, wenn es mehrere sind, nur ein Teil deiner Lösung. Du musst dir auch über die Themen Distribution und Placement Gedanken machen. Oft wird das nämlich vernachlässigt, bis das Video fertig ist, was den Nutzen des gesamten Projekts mindert. Also überleg dir vorher, wo soll das Video gezeigt werden, was muss dafür organisiert werden, ist beispielsweise die Einblendung auf der Website ohne weiteres technisch möglich und sind die Voraussetzungen für die gewünschte Performance gegeben. Heißt, wenn deine Website 100 Klicks im Monat hat und du nur dort ein tolles Video veröffentlichen kannst, wird es rein mathematisch völlig unmöglich sein, 200 Kunden damit im Monat zu gewinnen. Dann musst du Video-Ads schalten oder die Video als Teil deiner Google Discovery-Anzeige nutzen. Mit der Website allein? Nein, da wird das nichts. Es hängt halt immer von deinen Zielen ab. Fehler 2. Dein Geschäftsmodell ist einfach nicht marketingtauglich. Okay, warte, was? Ja, es gibt mehr Geschäftsmodelle, als du denkst, die nur im Netzwerkvertrieb funktionieren. Das bedeutet, es gibt in einem Unternehmen ein paar AußendienstmitarbeiterInnen oder eine Geschäftsführung, die sehr, sehr gut vernetzt sind. Historisch hat sich dann ein unglaublich breites Leistungsportfolio in diesen Unternehmen entwickelt, das keiner mehr unter einen Hut bringen kann, geschweige denn vermarkten. Weil nämlich jeder Kunde und jede Kundin weiß, dass kein seriöses Unternehmen 27 verschiedene Leistungen und Dinge perfekt beherrschen kann. Bevor du also mit Videomarketing startest, musst du eine klare Strategie haben, die festlegt, wofür dein Unternehmen steht, wo es überdurchschnittlich ist und wo nicht. Und wenn das nicht geklärt ist, führt das zu Aussagen wie: Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für die Produktion von X und liefern unseren Kunden die besten Produkte. Wenn man das selbst so sagt, klingt das vielleicht gut, aber es hebt sich am Markt weder ab, noch bietet es irgendeinen Mehrwert, da das auf Gefühl jedes Unternehmen deiner Branche zutrifft. Was ich sagen will, wenn du nicht ganz klar sagen kannst, worin du ausgezeichnet bist, worauf du spezialisiert bist und was eure Leistung so besonders macht, dann musst du das zuerst klären, bevor du ein Video produzierst. Dein Geschäftsmodell und deine Positionierung müssen also wirklich klar sein. So, bevor wir mit Fehler 3 weitermachen, wenn dir das Video hier gefällt, dann lass uns doch ein Abo da, um keins der Videos, die wir jeden Freitag hier veröffentlichen, zum Thema Content Marketing und Content Marketing Know-how mehr zu verpassen. Fehler 3. Du überschätzt das Medium Video und unterschätzt die Wichtigkeit einer klaren Zielsetzung und Botschaft. Wenn du in den nächsten Wochen aufmerksam Videos von Unternehmen anschaust, wirst du mit Schrecken feststellen, dass wenige Videos eine wirklich klare und eindeutige Botschaft haben. Das liegt daran, dass die Produzenten von Videos oft glauben, dass irgendwas mit Video, solange es schick aussieht, funktioniert. Das ist aber leider nicht so. Es kommt extrem auf die Struktur, die Vorbereitung an, damit ein Video seine Performance wirklich entfaltet. Das Problem ist, dass eine Videoproduktion vielschichtig und komplex ist. Wenn du dich nicht sehr früh im Prozess auf eine klare Botschaft und ein klares Ziel festlegst und dich damit auseinandersetzt, noch bevor du den ersten Drehort aussuchst, geraten diese beiden essentiellen Faktoren selbst bei Profis leicht ins Hintertreffen. Darum ist es wichtig, gleich zu Beginn die Zielsetzung und deine Botschaft festzulegen. Zum Beispiel: Mit dem Video möchten wir neue KundInnen auf unserer Webseite in wenigen Sekunden ein verständliches Bild unserer USPs und unserer persönlichen Überzeugung vermitteln, um Menschen, die uns noch nicht kennen, von unseren Fähigkeiten zu überzeugen, ihr Problem zu lösen. Und an dieser Zielsetzung und an dieser Botschaft muss ich anschließend alles messen lassen. Und das bringt uns direkt zum vierten Fehler, den du vermeiden solltest, wenn du Video-Content im Marketing verwenden möchtest. Das Problem, das du mit der Maßnahme Video-Content lösen möchtest, Ziel, das du erreichen willst, muss wertvoll genug sein, dass sich eine gewisse Investition lohnt. Denn ein Video kostet Geld. Mehrere Videos kosten mehr Geld. Und die Werbeanzeigenschaltung kostet Geld und dein Team kostet Geld in der Zeit, in der sie das Projekt intern betreuen. Wenn du mit einem Projekt von 30.000 Euro ein Problem von 10.000 Euro lösen willst, ist das in keinem Fall wirtschaftlich. Und das hängt ein bisschen mit dem Thema Geschäftsmodell zusammen. Überleg dir, welchen Wert die Problemlösung hat. Zum Beispiel, was bringt es mir, eine bestimmte Stelle mit Videomarketing zu besetzen? Oder was bringt es mir, einen bestimmten neuen Kunden im Quartal durch diese Maßnahme zu gewinnen? Vor diesem Hintergrund solltest du entscheiden, welches Thema und welches Narrativ sinnvoll ist und welches eben nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Abo da. Kommentier uns auch gerne
unter diesem Video, ob du einen dieser Fehler vielleicht schon selbst gemacht hast oder ob dir im Prozess dieses Video vielleicht gerade auch eine ganz besondere Hilfe ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist. Tschüss, meine Lieben.